habe irgendwann dann mit 16, 17 beschlossen, ich möchte Musiker werden, weil das einfach eine Sache in meinem Leben ist, die ich überhaupt nicht missen möchte. Ich möchte eigentlich zu jeder Zeit Musik machen. Und das ist auch meine besondere Liebe zur Musik, einfach große Meisterwerke anhören, die selbst ausführen. Und das ist meine persönliche Welt, die will ich auch mit Publikum teilen natürlich, auf der Bühne und auch selber, wenn ich im Publikum sitze. Und das realisieren wir in Bad Kohlgrub und ich freue mich, wenn da sehr viele Leute daran teilnehmen. Von den persönlichen Highlights zu sprechen, das ist ganz besonders schwierig, weil die Konzerte sehr unterschiedlich sind. Zum Teil spiele ich selber mit meinen Kammermusikkollegen, zum anderen bin ich selber Konzertbesucher natürlich, treffe sehr viele Leute, die ich kenne, treffe Familienmitglieder. Deswegen ist es nicht geschummelt, wenn ich sage, jedes einzelne Konzert bisher war für mich ein wirklich persönliches Highlight. Einmal im Jahr kommen Musikstudenten auch aus ganz Europa nach Bad Kohlgrub für eine Woche und lernen da noch besser Musik zu machen. Das sind junge Musikstudenten. Die treten dann auch in einem Abschlusskonzert auf. Und so leben die dann eine Woche in Kohlgrub und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das vielleicht noch ausbauen lässt und dass im Sommer in Bad Kohlgrub so ein kleines Musikdorf entsteht für klassische Musik. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön und sehr lebendig. Und ja, mal schauen, ob das so zustande kommen kann.